Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Mit mir Sven und heute auch wie fast immer komplett alleine. Das heisst alleine, ich habe hier den Peppels, mein geiler Treueross. Im letzten Part sind wir hier ein paar Banditen abschlachten. Und wir müssen jetzt irgendwie heimkommen, in Dunkelheit, auf dem Ross. Wir können leider schnell reisen, weil ich zu schwer bin. Ich würde sagen, dann geben wir mal Gas. In die Richtung. Und wir hängen schon fest. Wir haben ein enorm blutiges Schwert, das sollten wir in dieser Folge unbedingt einmal säubern. Wir reiten alles mit unseren Pebbles durch die Nacht. Mit Regen und Donner. Lass mal schauen, ist es überhaupt weit? Oh nein. Wir sind nicht, nein, das geht gäbig. Jetzt sind wir schon aus dem Wald. Schöne Sache, Meloni, sag ich dazu. Oh. Wir sind also wirklich dunkel unterwegs, es sieht man. Heftig ist. Scheiße, der Blitz macht es auch, aber kurz sauer, jetzt hast du ein bisschen mehr. Hier haben wir ein Heulager. Grüezi Heulager. Die schöne Natur. Zum Glück haben wir eine Fackel hier. Oh, da hat sogar einen Weg. Jetzt können wir nochmal schnell galoppieren. Haben wir vielleicht ein bisschen schneller ans Ziel. Würde ich sagen, müssen wir unbedingt mal schlafen. He. Wir sind zwar immer unter Druck, aber wenn man auch ein bisschen schlafen muss, sonst brechen wir einfach vor Müdigkeit einmal zusammen. Und das wollen wir nicht provozieren. Wir müssen ja immer konzentriert sein, weil da gibt es sehr viele Schlägereien in letzter Zeit durch Schwertkämpfe. Da sollte man einfach gegen gut gestärkt sein. So. Da sind wir also. Gibt es irgendwo eine Schlafmöglichkeit? Irgendwo eine Schlafmöglichkeit. Ich würde sagen, wir probieren mal bei diesem Gebäude hier zu schlafen. Na, da schläft schon jemand drin. Ich habe mich beim im Hofhinger ist übernachtet. Timon, ich mag nicht reden. Ich möchte jetzt erst mal schlafen. Steck die Waffen weg, das ist hier verboten. Sieh noch ein Bett zum Übernachten. Da wäre ich jetzt sehr dankbar. Ja, ich schlafe vielleicht mal hier. Bis um 6 Uhr morgen, würde ich sagen, hä? Schönes Leben hier. Wunderbar. Das ist schon mal ein bisschen heller. Sie hat immer wieder mal eine bessere Aufnahme zu sehen hier. Bei Dunkelheit ist schon nicht die beste Musik. Schön. Und ich schlafe ging noch. Zora. Hübsch siehst du aus. Kann man auch unter das Kleid schauen. Nein, das machen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Nein, nein, nein. Nein. Käse nehmen wir da mal, das Brot. Hey, der Hund geht ja schon richtig ab am Morgen früh. Die müssen uns schön sättigen hier, verköstigen. Wunderbar. Ja, was hast du schon? Wir müssen mal hier schnell waschen, in diesem Trog. Dann sind wir auch mal wieder sauber. Und jetzt wäre noch cool, wenn wir irgendwo einen Schleifstein hätten.
kann den Arm noch schnell mein Schwert wieder auf Vordermann anbringen. Aber eigentlich haben sie das hier nie genommen. Ah, die Rössli hat jetzt schon mal weggeräumt hier. Saubere Sache, würde ich sagen. Nie ein Schwert, so eine Schleifstein zum Schwert sauber machen. Nein, sieht nicht danach aus. Okay, dann müssen wir mal mit unserem Kollegen Essig hier schnurren und heute mal Berichte starten. Du, ey, was klebst du mich so an, ohne Witz? Ich bin doch kein Feind, ich bin der Held von heute, vom ganzen Tag. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Mein Herr, ich konnte eine Spur finden, die zu den Banditen führt. Ausgezeichnet. Bernhard berichtete mir bereits davon, aber ich möchte es aus deinem Munde hören. Alles oder nur das Wesentliche, Herr? Du entscheidest, was du für wichtig hältst. Ich konnte den Stallburschen aufspüren, der voller Angst geflohen war. Aus gutem Grund. Er brachte mich auf die Fährte eines hinkenden Bauern aus Uschitze. Sein Name? Der Bursche kennt ihn nur vom Sehen. Aber wenn ich mich umhöre, kennt bestimmt irgendjemand einen hinkenden Kerl mit zwielichtigen Freunden. Aha. Dörfler Liebenklatsch. Und wenn er nicht dort ist? Er könnte geflohen sein, vielleicht sogar nach Kuttenberg. Wenn er nicht in Uschitze ist, höre ich mich um. Irgendjemand wird etwas wissen. Gut, dann brich nach Uschitze auf. Finde diesen hinkenden Banditen und presst die Namen der anderen aus ihm raus. Sie müssen für ihre Taten büßen. Ich will sie hängen sehen. Oh, it's... Zu mir nach Merhoyet und ich entscheide über sein Schicksal. Jawohl, Herr. Weshalb nach Merhoyet? Es liegt im Zentrum der Ereignisse, nicht wahr? Außerdem befindet sich dort ein weiteres Gestüt. Herr, glaubst du, sie werden das noch einmal tun? Das bezweifle ich. Alle sind jetzt in Alarmbereitschaft. Die abgelegenen Dörfer sind leichtere Ziele. Dort leben nur wenige Menschen, die auf ein großes Gebiet verstreut sind, und wir können nicht alle beschützen. Aber dort werden die Banditen kaum Silber vorfinden. Ein, zwei Groschen finden sich immer. Und etwas Essbares. Außerdem, wie viel Silber hat ihnen das Abschlachten der Pferde eingebracht? Wohl wahr. Sie hätten sie stehlen und verkaufen können. Das waren gute Tiere. Richtig. Es geht also nicht um Silber, sondern um etwas anderes. Aber um was? Um Angst. Das frage ich mich auch. Sie wollen Angst schüren, damit niemand einen Mucks macht oder die Hand gegen sie erhebt, wenn sie kommen, um zu morden. Angst, die einen erstarren lässt. So wie ein Hase im Angesicht eines Habichts erstarrt. Unfähig, etwas gegen den drohenden Todesstoß zu unternehmen. Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut, sprich. Die Spur führt nach Uschitze. Einer der Banditen kommt von dort. Sie nennen ihn den hinkenden Heinz. Verstehe. Was noch? Mehr konnte ich nicht herausfinden, Herr. Nun gut. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas Neues erfährst. Okay. Alright. Jetzt können wir Fackel wieder rausnehmen. Jetzt hier irgendwo einen Dealer, auch wohl nicht, hä? Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal mit unserem Rössli schnell einmal nach Rattei und gehen dann mal ein bisschen verkaufen. Yes, das machen wir. Kann ich mich so leicht machen? Dass ich zumindest kann schneller eins benutzen. Ja, ich glaube, das schaffen wir. Ich gebe richtig Kohle hier. Ja, dann machen wir eine Schnellreise. Und gehen verkaufen hier. Der Meister Bernhard ist ja schon mal da. Zzzz.
Schnell lesen ist gar nicht so schnell, es ist ja deutlich langsamer. Von Zeit her. Grüezi zusammen. Ich würde dich ein bisschen verkaufen. Also auf dem Rossmann in der Stadt reiten, ist ja mal nicht so ein schlechtes Feeling. So. Nein, nicht aufsitzen. Pferd. So, nehmen wir mal den Ramsch raus hier. Ich kann hier mal ein bisschen verkaufen. Aber ich bin vollkommen überladen. Alle Händler! Wie kann ich behilflich sein? Bürgerin. Ein wenig von dem und ein wenig davon. Ich habe fast alles. Und dann damit dealen. Komm, den kann man sicher dealen. Vermögen des Händlers. Kaufen. Waffen. Das da hier. Da kaufen wir auch mal 5. Das kann er auch haben. Das kann er auch haben. Die minderwertig viel. Oh. Ah, hier. Aha. Das auch. Das auch. Die kann er haben. Das, das, das. 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 Behalten wir nochmal. Das, das. Das. Oh, jetzt vermann das schon nicht mehr. So, probieren wir mal hier zu handeln. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? So, sagen wir mal 160. Weil du es bist. Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch etwas und wir sind uns einig. Hier mal hier. Sind wir uns einig? Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Okay. Machen wir das. Ich wusste, wir werden uns einig. Ja, 150 ist nicht schlecht. Was soll das heute sein? Es ging noch vollkommen überladen. Wir probieren nur die kleine von meinem geilen Bulle Zunge bereiten, da ich noch habe. Nahrung. Verkaufen. Da, mein Hasenfleisch. In den Warenkorb. Alles, bitte. Mir ist noch so etwas Fusselzeug-mässiges. Ja, nehmen wir. Hier. Das Brot. Vermögen ist, oder handelt nur noch 30 Vermögen. Ah. Dann nehmen wir das wieder raus, da.
Lässt sich was am Preis machen? Er hat ja nur 30. Ja? Hat ja nur 30. Kann ich jetzt mehr als 30 verlangen? Und dann mach mal 30. Ja, das ist ein vernünftiger Preis. Ah, oh, jetzt hat er nur Vermögen. Wir haben einen anderen Händler, zusammen gehen wir auch noch schnell. Und dann drücken wir auch noch die Züge abdrücken hier. Haben wir noch einen Händler? Noch immer. Schau auf der Map. Händler. Geht da hier unten. Ah, hier. Händler, grüezi. Glück und Gesundheit. Dir auch, merci vielmals. Ich mache gerne ein bisschen Deal mit dir. Vermögen des Händlers, 100, okay, das müssen wir wieder voll ausschöpfen. Das kann er haben. Das. Ah, jetzt sind wir schon wieder drüber. Ah. Aber will ich mir da 100.000 schlagen? Das ist geklaut. Was soll das werden? Scher dich fort, verdammt. Ich wollte, dass das geklaut ist. Der muss auch die Nahrung nehmen von mir. Der muss auch die Nahrung nehmen. Sehen wir hier Qualität bitte sortieren. Nicht. Nein, ich will verkaufen. Nahrung, so, hier. Jetzt mal mit dem X, das will ich mal einfach mal nicht anbieten. Kleines Rüstungsset. Wildschweinleder. Ja, probieren wir da noch mal etwas rauszuholen. Nein, jetzt habe ich... Ich kann aufheilschen. Egal. Wir haben mal ein bisschen dealet. Jetzt haben wir wieder mal ein bisschen Kohle gemacht. Jetzt sind wir das Zeug wieder ein bisschen auf das Ross, das wir nicht brauchen. Rüstung. Ich zahle das schon mit X. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, brauchen wir auch nicht, brauchen wir auch nicht. Oh ne. So. Da der Türkeu, habe ich echt den verkauft. Habe ich den schon verkauft? Auch schon. Oder ist er noch im Peppelsinn? Dort. Ja, auch verkauft. Wie schwer bin ich jetzt? 57 Kilo, gut. Also, jetzt machen wir eine Schnellreise. Nach hier. Nach Thalenberg. Und dann von dort aus gehen wir auf Ausschitze. Und gehen schauen, wo wir den Schalung finden. Es sieht noch geil aus, wenn wir das so durchheizen. Boah, das ist noch eine weite Distanz hier.
Ja, da bin ich ja dann schon ein paar Stunden verbracht in diesem Haus. Da, da bin ich ja so geil eingesperrt worden. Also. Gehen wir schauen, wer uns, wenn wir antreffen. Wie Groschen haben wir jetzt eigentlich? Wie viel Money haben wir? 485, geil. Dann können wir sicher schon etwas Schönes kaufen. Oh, der hat einen Unfall gehabt. He? Rössli-Unfall, das hat es auch früher auch noch öfters gegeben. Heute gibt es bei uns Autounfälle, früher haben sie Rössli-Unfall gehabt. Ach weisst du was, ich gehe einfach querfeld ein. Wir mit dem Rössli bin ich ziemlich mobil. Das sagt man, wären wir heute mit den Autos nicht mehr. Früher hätte man auch noch das Gelände heizen, wie ihm gerade lieb war. So wie ich zeige, da zwischen ein bisschen durchbacken. So geht das. Ja, das Rössli muss schon leiden bei mir. Das ist nicht einfach. Aber es darf natürlich mehr transportieren, ich meine, es sollte mehr genug sein. So. Nur da. Jetzt gehen wir schauen, wo der Hinken Bandit wohnt. Grüezi! Jetzt müssen wir auch ein paar Leute befragen. Hat die Detektivarbeit geht weiter? Also das ist schon eine schöne Wünschemenge, die wir befragen können. Ah, den hast du schon gefunden. Oh. Hier ist die Diskussion am Brunnen, hä? Ich bitte euch, Leute, geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Hm. Wenn es das ist, was du nichts zu sehen nennst, würde ich gern wissen, wie was zu sehen bei dir aussieht. Beim heiligen Petrus, ich kann nicht mehr. Wir müssen Herrn Hanusch benachrichtigen. Das ist vielleicht gar nicht notwendig. Wer bist du? Heinrich aus Galitz. Ich stehe im Dienste von Hanuschs Hauptmann Bernhard. Und untersuche den Überfall auf Neuhof. Das könnte vielleicht damit zusammenhängen. Nun, ich bin der Vogt von Uschitze. Und ich sage dir, solche Art von Ärger können wir hier nicht gebrauchen. Was lässt dich denken, das hier hätte etwas mit Neuhof zu tun? Einer der Leute vom Gestüt hat unter den Banditen einen Uschitzer erkannt. Wir haben hier bei uns keine Banditen oder Mörder. Aha. Ja? Es heißt, er würde hinken. Verflucht. Nun darf ich vorstellen. Der hinkende Heinz. Oder was von ihm übrig ist. Oh, schießt weg. Oh. Kann es nicht mal leicht sein. Ich sollte mich umhören und den Leuten ein paar Fragen stellen, wenn ihr nichts dagegen habt. Mitnichten, du kannst mir den ganzen Schlamassel sehr gern abnehmen. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt noch herausfinden möchtest. Ich bin Detektiv. Ich weiß, was ich mache. Ich bin Detektiv, ich weiß, was ich mache. Das Leben in Scarlet, in Uschitze und überall. Nicht einfach. Ich würde sagen, hier, die meine Folge beendet und fahren das nächste Mal weiter. Wenn wir weitergehen in unserer Detektivarbeit. Ich danke dir, Stefan, für das Zuschauen von dieser Folge. Ich wünsche dir einen guten Tag, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.